Dragi prijatelji, liebe Freunde, ich würde es lieben, und würde es lieben, wenn ihr jetzt an meiner Stelle stehen könntet, um einen Blick von diesem Altar werfen zu können. Und dass ihr diese Fülle Gottes seht, dessen Teil ihr seid, die ihr ausmacht, die ihr verschönert habt. Wenn ihr all diese Unterschiedlichkeit sehen könntet, dass das menschliche Auge überhaupt merken kann und selten man in so einer Fülle sehen kann, unterschiedliche Farben, nationale Zeichen, die ihr mit euch gebracht habt. Aber nicht nur der Unterschied in den Farben, sondern die Unterschiedlichkeit in den Sprachen, in den Kulturen, Unterschiedlichkeit der Mentalitäten, der Blickwinkel auf die Welt. Und doch sind wir wie eins, einer. Einer im Herrn. Denn der Herr ist unser Kopf und wir sind sein Leib. Wir sind alle gleich. All diese Jugendlichen, die hier hingekommen seid, aus allen Teilen dieser Erde, frage ich, bitte hebt ganz frei die Hand, wenn ich diese Frage ausspreche. All diese Jahre, seitdem es dieses Jugendfestival gibt, wird die Frage gestellt. Ich bin also nicht der Erste, der euch das fragt. Glaubt ihr wahrhaftig, dass ihr die Zukunft der Kirche seid? Erhebt die Hand, wenn ihr daran glaubt. Wer von euch glaubt daran, dass er die Zukunft der Kirche ist? Ihr alle habt die Hände erhoben. Jetzt dürft ihr sie wieder runternehmen. Ich muss euch enttäuschen. Ich fürchte, ihr seid im Irrtum, aber im Positiven. Die Zukunft ist etwas, was nicht existiert, das vielleicht eventuell kommen könnte, aber nicht muss. Keiner kann garantiert sagen, ich bin morgen noch am Leben, ihr seid nicht die Zukunft. Fallt nicht in diese Falle, ihr seid das Jetzt. Die heutige Kraft der Kirche, das Jetzt, wir alle zusammen. Das, was gestern war, was morgen sein wird, das ist so unwichtig. Unwesentlich, sporadisch. Es kann sein, muss aber nicht. Gott überrascht euch so in einem Tag. Selbst wenn ihr weint, trennen lässt, lacht, freut, weint. Das ist das Leben. So geschieht es. Und manchmal hat man das Gefühl, dass ihr nicht in eurem Leben alles kontrollieren könnt. Ihr müsst es auch nicht. Manchmal müsst ihr Gott und seiner Vorsehung dies überlassen. Gott soll diese Wege leiten. Glaubt ihm, sag ihm, wenn du keine Kraft hast, dann sag doch wenigstens, Herr, ich bin hier. Ich kann nicht weiter, ich arme. Aber ich gebe dir mein Leben. Du bist nicht aufgerufen, der Stärkste auf dieser Welt zu sein. Du bist nicht aufgerufen, all das Schwache auf deinen Schultern zu tragen. Erlaube doch Gott, dass er dich leitet, damit er dich trägt. Und ich bin überzeugt, dass viele von euch mit so vielen Fragen nach Medjugorje gekommen seid und dass ihr geplant habt, vielleicht ein ganzes Jahr, um hier hinzukommen. Und das letzte bisschen Geld habt ihr gesammelt, um von der einen Seite der Welt hierhin nach Medjugorje zu eurer Mutter Gottes, unserem Gott, zu kommen. Und ihr habt das getan. Aber glaubt mir, Gott hatte noch vor euch den Plan, dass ihr hinkommt. Gott hat schon vorher den Weg bereitet. Er hat den Weg für euch geebnet, damit ihr hier sein könnt, ihn berühren, seine Nähe zu spüren. Worüber rede ich? Darüber. Gott hat den ersten Schritt in eurem Leben getan. Egal wie alt ihr seid, wie ihr euch fühlt, Gott ist der den ersten Schritt in eurem Leben gemacht hat. Das heutige Evangelium, das wir gehört haben, wunderbar gesungen, perfekt, spricht darüber. Gott hat den
Engel Gabriel zur seligen Jungfrau Maria gesandt. Gott hat diesen ersten Schritt getan im Leben der Jungfrau Maria. Er hat die Initiative übernommen, ist zu ihr gegangen. Das war nicht irgendwas, was die selige Jungfrau Maria sich ausgedacht hat. Euer Kommen hierhin, auch vielleicht sonderbar, das ist nicht irgendetwas, sondern ein Plan Gottes. Gott hat einen Plan mit dir. Aber bitte achtet auf eine Sache. Der Erzengel Gabriel, durch Gebot des allmächtigen Gottes, sagt der Jungfrau Maria, dass sie einen Sohn empfangen wird. Er hat ihr nichts anderes gesagt. Er hat ihr nicht gesagt, du wirst da Ägypten flüchten. Er hat nicht gesagt, die unschuldigen Kinder werden umgebracht. Er hat ihr nicht erzählt, du wirst in Nazareth leben. Da werden die Verwandten euch ablehnen. Er hat nicht erzählt, da wird der Kalvarienberg, Kreuz. Der Engel Gabriel hat nichts davon erzählt. Nichts. Er hat zu ihr gesagt, du wirst einen Sohn gebären. Gott wird euch nicht alles hier in Medjugorje sagen, so ist es mit euch. Er wird nicht Antworten geben auf all die Fragen, die ihr mitgebracht habt. Aber er wird euch ganz ausreichend sagen, so viel, wie viel es bedarf in diesem Moment. Wie er deswegen Jungfrau Maria gesagt hat, wie viel es in dem Moment gebraucht hat. Das ist nämlich, dass sie einen Sohn gebären wird. Und Maria antwortet, ich bin die Magd des Herrn. Dir übergebe ich mich, Herr. So wird Gott euch so viel sagen, wie viel ihr in diesem Moment tragen könnt. Danach wird er euch mehr sagen, wenn ihr gereift seid, wenn die Zeit da ist, um den Plan Gottes zu tun, wird er euch sagen, was es noch bedarf. Seid nicht frustriert. Lasst nicht euch vom Weg abbringen. Gott wird sagen, wenn die Zeit dazu reif ist. Gott wird sagen, wenn der Moment kommt für so etwas. Gott hat einen Plan für euch alle hier. Jeden Einzelnen, alle. Ihr seid ihm alle gleich wichtig, alle. Stellt euch bitte diesen Chor hier vor, der singt. Nehmt ein paar Sänger heraus und ein paar Instrumente. Dann ist es nicht der gleiche Chor. Auch wenn es vielleicht klingt. So ist es mit euch, die hier steht, sitzt. Wenn zwei fehlen, ist es nicht mehr das Gleiche. Gott braucht jeden Einzelnen von euch. Das ist ganz einfach so. Gott ist unser Schutz, unsere Kraft. Gott ist der, der uns führt. Gott ist unsere Hoffnung zuletzt. Aber seid überzeugt, du auch, der du hierhin gekommen bist, du bist auch die Hoffnung Gottes. Du bist seine Hoffnung. Er hat niemand anderen. Die Lösung Gottes wird nicht so vom Himmel fallen. Das geht nicht so. Gott braucht deine Füße, um zu all denen zu kommen, zu denen er kommen sollte, wenn er es braucht. Er braucht deine Hände, um das zu tun, was man tun sollte. Gott braucht deine Worte, um zu trösten, den man trösten muss, um die frohe Botschaft zu verkünden, den er es verkünden sollte. Gott braucht deine Augen, deinen Blick, damit er mit einem barmherzigen Blick all jenen anschauen kann, jeden, den er bedarf. Anders kann Gott nicht. Deshalb seid ihr, du bist die Kraft Gottes, du bist die Hoffnung Gottes. Anders geht es nicht. Deshalb sagt man, wenn Gott spricht, ihr seid das Salz der Erde. Was heißt das? Habt ihr darüber nachgedacht, was ist Salz? Ein kleines, normales Gewürz. Aber wenn ihr es nicht in die Nahrung hineingetan habt, schmeckt die Nahrung nicht. Sie ist schal. Sie ist nicht so, wie sie sein soll. Aber nur ein bisschen davon. Ein bisschen. Wenn ihr zu viel hineingetan habt, habt ihr übertrieben. Ihr habt das Essen zunichte gemacht. Nur ein bisschen von eurer Jugend, eurer Kraft, Euphorie, Elan braucht diese Welt, damit diese Welt viel besser ist. Nur ein bisschen. Nicht extrem sein. Nicht ins Extremste hinausgehen. Das braucht Gott nicht. Niemand hat irgendjemanden mit Gewalt dazu überzeugt, an Gott zu glauben. Oder zu Jesus Christus hinzugeführt. Das sollten wir nicht. Das sucht Gott nicht von uns. Gott hat und Jesus hat nichts mit Gewalt getan.
In uns, in einem kroatischen Volk, gibt es ein Sprichwort. Gott mag die Macht und die Macht bittet Gott nicht. Nichts geht mit Gewalt und Macht. Was ist von der anderen Seite Salz? Es gibt der Nahrung die Beständigkeit. Es ist eine Art Konservanz, damit die Nahrung so lange wie möglich anhält. Denn gerade ihr gibt diesen konstanten Beständigkeit dieser Welt, Freude, Genuss, den konstanten Geschmack, damit diese Welt besser sein kann. Gerade ihr meint nicht, dass das irgendwelche billigen Geschichten sind. Nein, das ist genauso. Denn niemand ist in dieser Begeisterung, in Elan, wie ein junger Mensch. Er braucht nur eine gute Führung, eine geistige Führung, die ihn begleiten wird, dass er das tut, was er tun soll. Der heilige Franziskus im Zenit seiner Jugend tut die größten Dinge. Die kleine Theresia, sie war noch jünger als er. XY an Heiligen, gerade in der Jugend, haben nicht erlaubt, dass sie vom Weg abgeführt werden und sich beirren lassen. Sie haben sich nicht verführen lassen von anderen Dingen. Ich meine jetzt nicht die Sünde oder so, sondern dass man sie vom Weg abbringt. Seid doch verständlich, seid doch real und so. Natürlich bedarf es das alles. Aber ihr braucht jemanden Erfahrenen neben euch und dass er euch einfach den Weg weist. Und mit eurer Kraft könnt ihr diese Welt auf den Kopf stellen. Und dafür braucht es ein bisschen Glauben, wirklich ein wenig Glauben. Jesus sagt an einer Stelle Folgendes: Wenn ihr Glaube habt wie ein Senfkorn, werdet ihr Berge versetzen. Von einem Platz auf den anderen versetzen. Und jetzt stellt euch bitte vor, ihr nehmt den Kreuzberg und ihr tut ihn auf den Erscheinungsberg. Und den Erscheinungsberg nehmen wir von dort und tun ihn zurück. Wir alle würden das bewundern. Wir wären sicherlich im Schock und würden sagen, was macht denn dieser Mensch? Was für einen Glauben hat er? Und jetzt werdet ihr sehen, was für einen großen Glauben er hat. Ich würde sagen, das ist ein Trick-Evangelium von Jesus. Denn Jesus sagt, wenn ihr Glauben habt, wie ein Senfkorn, werdet ihr auch Berge versetzen. Wie groß ist denn dieses Senfkorn? Wenn man es auf die Handfläche tut, kann man es kaum bemerken. Jesus sagt voll, du bedarfst Minimum an Glauben, um große Dinge zu tun. Nur ein bisschen bedarf es. Du kannst kaum bemerken, dass du diesen Glauben in dir trägst und du kannst Wunder tun. An dem, wo häufig ein junger Mensch stehen bleibt. In diesen 2 Tagen hatte ich die Gelegenheit, mit vielen von euch zu sprechen. Und alle kämpfen mit einer Sache. Wir sind nicht würdig. Ich frage uns alle, die wir hier versammeln sind, wer ist würdig dessen, für das, was Gott für uns getan hat? Wer ist würdig dessen? Wer kann die Hand erheben und sagen, ich bin es würdig? Wenn man das bezieht auf das Opfer Jesu. Nein. Gott fügt alles hinzu. Er macht alles vollkommen, absolut alles. Natürlich, die Versuchung macht Folgendes. Sie möchte euch unwürdig machen. Möchte dir sagen, du Armer, du, ach, was kannst du schon für Jesus tun? Ach, du bist ja niemand. Du kannst aber viel für Jesus tun. Fallt nicht in die Falle hinein. Des Verschließens in euch. Sprecht. Redet über das, was euch sorgt. Sprecht. Findet eine verwandte Sehne. Priester, Beichte, schmeißt alles raus aus euch. Alles, was ihr tragt. Tragt es nicht alleine. Es wird euch brechen, früher oder später. Und dann kann es zu spät sein. Das, was ihr in eurem Inneren tragt, gibt es Gott. Denn das erwartet Gott, dass ihr ihm gibt. Gott wünscht sich das. Schaut bitte den rechten Verbrecher. Was hat er gemacht? Er hat gestohlen, getötet, wer weiß, was er alles gemacht hat, vergewaltigt. Wer weiß das? Könnt ihr euch vorstellen, wie die Verbrecher vor 2000 Jahren? Brutal. Und er sagt aber eine Sache. Erinnere dich meiner, Jesus. Er hat nur 2 Worte gesagt. Erinnere dich meiner.
Jesus hat nicht gesagt, du bereu erst und bereust du das und bereust du jenes und so. Also ich überlege es mir vielleicht morgen, übermorgen oder so. Nein, er hat ihm geantwortet, heute noch wirst du mir Königreich sein. Nur weil er an seine Barmherzigkeit geglaubt hat und ihm all das, was er in sich getragen hat, Jesus übergeben hat. Das ist unser Gott. Barmherzigkeit und Liebe. Er ist nicht da, wie wir das in unserem Volk sagen, unsere roten Blutkörperchen oder die weißen zu zählen. Das ist ihm unwichtig. Petrus hat ihn dreimal verleugnet. Und er hat dreimal gefragt, Petrus, liebst du mich? Petrus, liebst du mich? Und er antwortet, ich liebe dich, Herr. Fragst du, liebst du mich? Ich liebe. Du weißt, dass ich dich liebe, Herr. Er hat ihn nicht gefragt, weil Jesus vielleicht gezweifelt hat oder es nicht wusste. Er hat ihn nicht deshalb gefragt, sondern er hat ihn gefragt, um ihm, ich dich frage, Petrus, liebst du mich? Dann erlaube ich dich, mich zu lieben. Wartet nicht, erst heilig zu werden, um Jesus zu lieben. Dann werdet ihr ihn niemals lieben. Erwartet nicht, ihr werdet Engel, um den Herrn zu lieben. Ihr werdet ihn niemals lieben. Das Leben wird darin vorübergehen, in irgendwelchen Erwartungen, jetzt, in diesem Moment hier. In diesem Moment hier liebt Jesus. Weil er euch das erlaubt, er sich das wünscht, er gibt euch dies, er ruft euch in seinen Schoß. Ihr seid nach Medjugorje gekommen. Hier geht es uns allen gut. Alle sind wir fröhlich. Wir erleben alle die Nähe Gottes. Wir können sie greifen, indem der links und rechts neben mir ist, in dieser Einheit zusammen. Erinnert euch von neuem an den großen Petrus, als er auf dem Berg Tabor war. Auf diesem Berg ist er hinaufgestiegen. Ihr seid sicherlich schon mal auf Berge gestiegen und habt die Nähe Gottes gespürt und dann kommt eine Wolke. Und die Wolke ist ein Zeichen der Anwesenheit Gottes. In der Heiligen Schrift ist es so dargestellt. Und Petrus sagt, Herr, hier ist es gut. Sie wollen Hütten bauen, Mose, Elias, Jesus eine bauen. Petrus wollte da bleiben. Es war so gut, weil er Gott mit der Hand greifen konnte, berühren konnte. Er hat die Ewigkeit, das Paradies, den Himmel gespürt, die Nähe Gottes. Und Jesus aber sagt ihm, wir gehen hinab. Wir gehen in den Alltag. Bedeutet, wir gehen in den Alltag. Ihr seid hingekommen, aber wir können nicht alle hier bleiben. Wir müssen zurückkehren von dorthin, wo wir herkommen. Genau das will Gott. Dass ihr dort das bezeugt, was ihr hier erlebt habt. Und vergesst niemals die Heilige Schrift, das Evangelium ist die frohe Botschaft. Das ist keine Tyrannie, keine Diktatur, nicht ein Urteil, sondern eine frohe Botschaft voller Barmherzigkeit und Liebe. Die Mutter Gottes hat euch hier gerufen, aber sie sendet euch hinaus, weil das ist die Logik Gottes. Gott ruft und dann sendet er hinaus. Er hat niemanden sonst zu senden, außer euch. Er hat niemanden sonst. Seid heilig. Schützt euch selbst, eure Würde. Tut eine Linie in eurem Leben ziehen. Da ist meine Freiheit, da endet. Und dann beginnt die des Nächsten. Erlaube dem anderen nicht, deine Freiheit zu überbrechen, außer du hättest nicht groß Vertrauen. Vielleicht werden die Menschen dich auslachen, aber du kannst mir glauben, weil sie genauso sein möchten wie du, weil sie so mutig sein möchten wie du und die Haltung haben möchten, wenn du dich selbst nicht achtest, wird dich niemand achten. Wenn du dich nicht liebst, wird dich niemand lieben. Geht immer von euch, wo Jesus sagt, liebe deinen Herrn mit ganzem Herzen und den Nächsten wie dich selbst. Wir alle sagen, hier ist Gott an erster Stelle. Das fällt mir gerade so ein. Da bin ich an erster Stelle. Aber das muss man richtig begreifen.
Es ist nämlich wichtig, wie du dich selbst liebst. Du kannst deinen Nächsten nicht lieben, wenn du dich selbst nicht liebst. Wenn du hart dir gegenüber bist, bist du das auch zum Nächsten. Und so wirst du auch Gott erleben. Gott will das nicht. Gott ist die Liebe selbst und die Barmherzigkeit. Und egal, wie viel ich spreche und habe wenig gesagt. Zu wenig. Das ist wie ein Tropfen in der Barmherzigkeit Gottes. Und ich möchte nichts weiter erzählen, wie ein weiser Priester gesagt hat. Wenn hier der Himmel spricht und zu uns allen spricht, deshalb hört auf den Himmel, hört in euch und so möge es sein. Amen.